Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal dreht sich alles um die lustigsten Pornotitel. Ich habe schon mal ein Flachwitze-Video gemacht und ich weiß nicht, warum diese Dinger immer so gut ankommen, weil im Grunde liest man was vor, was man selber irgendwo liest und dann kann sich jemand das anschauen und muss dann nicht selbst lesen oder so. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch am Kommentarstil liegt, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall wieder so monoton machen. Die Quellen, wovon ich das habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt und wir legen direkt los. Ich muss mir natürlich selber jetzt extrem zusammenreißen. Der Date Runner in Indiana Jones. 2001 Orgien im Weltraum. 3 Schwengel für Charlie. Analstufe Rot. Ariel, die Nicht-Mehr-Jungfrau. Bens Hure. Blair Bitch Project. Bonnie in Clyde. Das Besteigen der Lämmer. Das Wunder im Bären. Sauerei auf der Bounty. Fleiß am Stiel. Fummeln im Sturm 1 bis 6. Harry, Popper und die Kammer des Schleckens, Popohontas, ja. Stadt der Engen ist auch nicht schlecht und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Oh. Strip langsam, ist so ein Mittelding, ne? Also ist okay. Akte Wix oder El Caporno, Alice im Ständerland, Alien vs. Penetrator, Analadin und die Analadin natürlich. Analdin, oh Gott. Und die wunde Schlampe natürlich. Analritter 2, heute wird eingedost. Andere Länder, andere Titten. Aufstand in der Lederhose. Axel Fick und Obelwix. Big Mama, Speckfalten in Wallung. Bitch, der Fick-Doktor. Blair Bitch Project natürlich wieder. Wobei ich die Sachen nicht so ganz gut finde, weil da macht man einfach ein Bitch. Also statt dem W in ein B rein, ist halt Bitch. Dann finde ich irgendwie nicht so lustig. Also es muss schon, ne, wenn man da manchmal nur einen Buchstabe austauscht und dann entsteht da so ein etwas lustiger Zusammenhang. Das muss schon ein bisschen Sinn auch irgendwo immer haben, so, ne? Man davon ab, dass lustige Pornotitel vielleicht nicht unbedingt Sinn haben müssen, um zu funktionieren, aber ich finde, dann macht es das nochmal lustiger. Buffy, die Dildo-Jägerin. Bienenstich im Lesbennest. Cockletteral Damage. Cockzilla, ein Riesenschwanz in New York. Das Todessperma des Dr. Mabumsen. Der Mönch mit der Peitsche. Der Pimmel bei Berlin. Der Sexorzist. Die Prinzessin auf der Eichel. Die Unbesteigbaren von hinten geknallt, Dornmöschen, Dickman 1 bis 2, Dickman and Robin. Es wird geschluckt, was in den Mund kommt, einer für alle, alle in einer. Fäkalschlacht am Analschacht, Feucht und Feuchter 2, jetzt wird's spritzig, feuchte Schenkel im Cockpit, Fickbonbons, jetzt wird's feucht im Mund, Fickendes Inferno, Ficket Nemo, Ficky und die starken Männer, Fickhof. Der Muschitiere, Galien, Directors, fuck. Gaywatch, die Riesenschwänze von Malibu. Graf Porno bläst zum Zapfenstreich. Harry Popper und der Gefangene von Arschpakan. Harry Popper und der Stab der Steifen. Harry Popper und die Kammer des Schleckens. Harry Popper und der Feuerfick. Harry Popper und der Orgasmus des Phönix. Harry Popper und der Vollblutfick. Alter Schwede. Heiße Länder Dauerständer. Hellraisiert. Den finde ich, Der Herr der Penisringe. Highway to Möpse. Hitchhikers. What? Guide to the fuck Daisy? What? Ich weiß, wer dich letzten Sommer gefickt hat. In 80 Tagen durch ganz Hinterfeld. In einem Loch vor unserer Zeit. Im Land der Raketensperme. Im Wald auf der Heidi. 1 bis 3. Im Wald wird hart geknallt. Im Kloster der 1000 Sünden. Independence Gay. Inzestbauern vom Rammlerhof. Jane Bond. Casino Anal. Jane Bond Goldficker, Jane Bond der Arsch ist nicht genug, Jane Bond der Mann mit dem goldenen Schwanz, Jane Bond der Spion mit dem ich Liebe machte, Jarhead willkommen im Bett, Jurassic Porn, Kack ab Baby 2, Kapitän Arsch und seine geilen Piraten, Kevin allein im Puff, Kompanie Huren 2, Trommelfeuer aus der Sackkanone, König der Mösen, lass die Enkel zwischen die Schenkel, Lawrence von Analien, Liebling, ich habe die Kinder gefickt, Last Penis Standing, Moby Fick im Arsch des Pottwalds, Monstergurken überfallen die Schweiz, Monster of Cock, das Schwanzfestival, One Night in Rüsseldorf, Operation Delta Fick 1 bis 3, Penispiraten auf der Rektalrandale, Per Anhalter durch den Analfick,
Pipi auf Karl-Heinz, Pipi im Poller-Poller-Land, Pissing in Action, Pulp, Fick schön, Popeye, der Puffbesitzer, Porn Wars Periode 1, die dunkelbraune Bedrohung, Porn Wars Periode 2, Analschiss der Klokrieger, Porn Wars Periode 3, die Rache der Spermien, Porn Wars Periode 4, ein neuer Harem, Porn Wars Episode 5, nicht Episode, Periode, das Spermium schlägt zurück und Porn Wars Periode 6, die Rückkehr der Analritter. Quasimodo und seine sieben Glocken, rate mal, wer beim Essen kommt, Rex Dildo, Arschalarm auf der Akropolis, Robin Cock, König der Stecher, Robocock, Scheidi und der Einödi. Shaving Private Rain, Shaving Ryan's Privates, 7 Tage, 7 Möpse und einer meiner Favoriten, Spiel mir am Glied mit Code, Steven Strings Shining, Texas Shane Fuck Massacre, The Gay After Tomorrow, The Gays After, The Masturbator, The Oklahoma Bumser, The Porn Identity, V for Vagina, Voll in Arsch 1 bis 6. Wix Blumenstrauß, X-Men, der letzte Stand wieder, X-Men, Ejakulation, Yellow Sex Machine, Zucht der Karibik, Harry Man's Chest, zum Löten freigegeben, Kliterus Rex, die Rückkehr der Urzeitmösen, Fick und Fotzi im Bums-Bomber nach Thailand, auf Schloss Bums klappern die Nüsse, ja, der ist gut. Ja, Leute, und damit sind wir auch schon durch, das war's, wir sind am Ende des Videos, ich werde das alles irgendwie ein bisschen zusammenschneiden, einige Sachen sind sicherlich doppelt gewesen, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie ein bisschen rausschneiden kann, sicherlich werden ein, zwei drinnen bleiben und ja, ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Weise gefallen, das sind immer recht einfache Videos, es ist schon fast ein Phänomen, dass das so interessant zu sein scheint. Kommt vielleicht auch darauf an, wie man das Ganze vorliest oder präsentiert, wie auch immer. Ich bedanke mich sehr fürs Sprachenlernen, Bubble. Lasst was da und macht's gut. Tschö, tschö.